Hi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Titan Quest Immortal Shawn Multiplayer Display mit Dr. Fishy, den beiden Hunden und mir, Dr. Freddy. Hallo Dr. Freddy. Ich habe übrigens Freddys ganze Einleitung nicht drauf, also hallo auch nochmal von mir hier, weil ich mir so dachte, ach nee, du musst nicht Aufnahme drücken, wenn er anfängt. Wir zählen nicht jedes Mal extra runter, damit wir beide so gut wie möglich das aufnehmen können. Ich warte auch nicht immer noch so eine halbe Sekunde, damit ich die Aufnahme Startkarte den Knopf drücken kann. Nein, das machen wir natürlich nicht. Yep, wir waren genau. Das richtig unprofessionell. Wir starten einfach. Genau wie in Sacred. Als es einfach immer gestartet hat. Aber in Sacred war es lustig. Du bist ein Assi. Ich hab's hier noch nicht gemacht. Ist auch besser so für dich. Und das würde ich weinen. Ansonsten würde ich mir Windows 9 holen, dass das Spiel hier auch nicht mehr geht. Ich würde dich töten. Würdest du nicht. Doch. Nein. Instant. Würdest du nicht. Wirklich. Verarsch mich nicht. Ich mein's ernst. Tut mir leid, dass ich lebe. Ich hasse dich dafür, dass... ich hasse Windows 8 dafür, dass Sacred jetzt nicht mehr geht. Ja, es liegt wahrscheinlich nicht an Sacred, es liegt da einfach mein ganzer PC, der ist ein bisschen... Zu naja. Ja. Ach ja. Aber ich meine, du kannst es ja noch spielen, du kannst es ja nicht im Multiplayer spielen. Ja, und ich kann es auch nicht mehr flüssig spielen. Echt nicht? Nee, vorher konnte ich auch 60 FPS spielen, soll ich maximal 30. Okay. Auf jeden Fall gute Engine. Ja, fast so gut wie Minecraft, würde ich sagen, ne? So schlecht ist die Minecraft Engine eigentlich. Minecraft gar Engine nicht. Ist die schlechteste Engine der Welt. Minecraft läuft bei mir auf 60 FPS mit Aufnahme flüssig. Du spielst es ja auch Vanilla. Komplett Vanilla. Auch. Ich hab's mit Shader schon damals auf meinem alten PC mit 60 FPS flüssig gespielt, ohne Aufnahme. Kann irgendwie kein YouTuber. Doch, klar. Nein, jeder beschwert sich immer, boah, Frame-Einbrüche. Ja, Frame-Einbrüche gibt's halt überall. Aber ja, aber durchgehend, so dauernd. So Lags halt, einfach nur so Lags. Ich hab auch bei Left 4 Dead 2 hab ich auch Frame-Einbrüche, wenn ich so an hochauflösendem Feuer lang gehe. Left 4 Dead 2 ist ja auch Half-Life 2 Engine. Oder Half-Life 1? Okay. Nee. Half-Life 2. Nein, also das ist die Source Engine, aber halt, ne. Wir haben jetzt übrigens ein Problem. Was? Erstens hat's gerade ich hatte gerade 2 FPS. Und zweitens, weißt du, wo wir sind? Ja, in dem coolen Dungeon, was ich schon vor 30.000 Jahren mal angekündigt habe, glaube ich. Ja, in dem Labyrinth. Mit den Höllenhunden. Nein, ich will jetzt diese Scheißteile haben, die ich schon 1000 Mal angekündigt habe. Wann kommen die endlich? Welche denn? Die Roboter. Ich glaube, die kommen hier. Oh, warte mal. 2. Können wir mal wieder heilen? Nochmal schnell. Ich habe 200, okay. Siehst du, da sind sie. Ich mach die Fallen kaputt. Ich kann das gut. Ich habe da ein Skill für. Okay. Ich versuche so lange die Viecher abzuhalten. Das Spiel kommt mir übrigens selber viel zu laut vor. Aber eigentlich in der Aufnahme ist es ganz normal laut. Also gute Lautstärke, aber für mich ist das so, als würde mir das Ohr ins Gesicht schreien. Das Ohr ins Gesicht. Es ist früher Morgen, es ist Sonntag. Ich habe irgendwas Weißes aufgesammelt und das ist gut so. Ja, es ist Sonntag ich denke mal so 12:30 inzwischen. Ja, es ist morgens. Ernsthaft, wie spät ist es? Okay, es ist 12:40. Habe ich mir gerade so gedacht. Genau. Hast du übrigens was im Hintergrund gehört? Ich weiß, was es ist, aber ich sag's nicht. Hat man? Okay. Ja. Man hat sogar fast verstanden. Also ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme verstanden hat, weil ich höre sowieso nichts. Hier ist ein Skelettmagier. Kommst du mal bitte? Ja, ich sammle gerade Sachen auf. Aber hier ist ein Skelettmagier. Ja, du läufst ja immer vor. Du läufst immer weg. Du läufst immer vor und wenn ich dann mal in die Richtung gehe, wo du hingehen solltest, eigentlich so nach meiner Theorie, dann läufst du natürlich einen komplett anderen Weg. Ja. Ich bin nicht berechenbar. Das weißt du doch seit TTT. Dass ich nämlich ganz lieb mit dir in einer Reihe stand und die ganze Zeit mit dem anderen Typen. Nein, da lebt noch einer, Der wird uns gleich töten anwenden. Und dann rennt der Typ vor dir weg und du läufst auch los, weil du denkst so, nee, der ist nicht T. Der hat mich noch nicht umgebracht. Und dann kneif ich dich einfach. Du hast mich geneift? Ja, ich hab dich geneift. Asi? Ich bin einfach hinter dir her und hab dir schön ein Messer in den Rücken gerammt. Noch nicht runter. Wir erkunden erstmal die Katakomben. Du meinst Schreine ja dort kriegen wir. Gerade Lag gehabt, chillig. Ja, ich auch. Ja, bei dir ist es noch. Ich hatte gerade schon wieder einen. Ja, ich auch. Es laggt irgendwie gerade ein bisschen mehr. Ja, sorry, sie lebe. Hab einen grünen Runenstab mal wieder gefunden. Geil. Direkt kann man in den Müll schmeißen eigentlich. Ist so.
Weißt du, ich klick auf den goldenen Gegenstand, er sammelt den weißen auf. Ja, dann mach doch die weißen Gegenstände raus. Weißt du, was das für eine Umstellung wäre? Dann müsst ihr das... Alter, das hat geleckt. Was ist denn los plötzlich? Alter, laggt das. Also an mir kann es nicht liegen, ich habe eine 16K-Leitung. Es kann trotzdem an der PC liegen. Weiß. Heldenmonster, riesiges Heldenmonster. Fuck. Was für eins? Ein Skelett, riesig. Alter, das ist richtig groß, Alter. Der Knochenfürst ist das. Der ist todesgroß, kommst du mal bitte her? Ich bin schon hinter dir. Ist das todesgroß? Na, geht eigentlich. Alter, das ist doch nicht so groß wie wir. Eine blaue Waffe oder so, das wäre schön für mich. Kopies der Vernichtung, scheiße. Rüstung mit 36 Rüstung und 5 Geschicklichkeit geht eigentlich. Oh, leck das. Alter, es laggt bei mir auch. Was ist denn los hier in dem Dungeon? Also es laggt nicht wirklich, also ich habe halt kurze Framebrüche die ganze Zeit. Ja genau, und dann laggt es ein bisschen und dann geht's weiter. Nee, das mit dem Lag habe ich nicht. Ich habe nur die kurze Framebrüche und dann läuft es eigentlich auf 60, also. Okay. Nicht auf 60, aber halt so auf 36. Klar, ich heile mal wieder den Hund. Ja, du kannst auch mich zwischendurch mal heilen. Du hast immer volles Leben, weil du dich selbst heilst. Ja, immer wenn ich fast tot bin, dann denke ich so, hoffentlich halte er mich, ich nicht rüber trage. Ich achte nicht auf deine Sachen. Ja, du bist ein Healer, du musst das machen. Ja. Du musst mir aber Bescheid sagen, wenn du geheilt werden willst. Man, diese Leute, die eine Healer-Klasse spielen und dann nicht heilen. Ich spiele keine Healer-Klasse. Du hast eine Healer-Klasse, du hast Natur genommen, das heißt, du bist ein Healer. Wie viele Teile gibt es hier? Ja, im 5, glaube ich. 3 oder 5. Nicht dein Ernst, oder? Doch, mein voller. 5 Stück. Ja, 5 Ebenen. Das ist riesig hier. Nimmst du den Schrein gut? Oh. Hallo, Gorgonen. Tschüss, Gorgonen. Auf X war schon ein bisschen eine goldene Sache, oder? Bei mir ist es auf Alt, aber normalerweise auf X, ja. Dann nutzt du noch X. Falle, komm weg da. Übrigens, ich sehe die... die aktivierten Sachen nie. Deshalb bleibe ich meistens drin stehen, wenn ich es höre. Also wenn ich es nicht höre. Ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest, aber okay. Wenn ich die Fallen aktiviere, dann kommt auch ein Klicken und dann gibt zum Beispiel dann bricht zum Beispiel die Giftwolke aus. Und ich sehe die Giftwolke einfach nicht. Die kommt bei mir erst viel, viel später. Also ich finde jetzt nicht, dass das hier ein Labyrinth ist, aber okay. Ich glaube, das Labyrinth kommt noch von anders. Ist das ein richtiges Labyrinth dann? Ja. Ist da noch wie hast du dich gerade so ein bisschen nach vorne geportet? Oh, hä? Ich jetzt Ruhe. Du hast dich gerade bei mir nach vorne geportet, so ein bisschen. Okay, nice. Ja, ich lasse hier auch noch was liegen. Eine Sache. Eine Sache. Ja, es ist ein bisschen... Es ist mehr als nichts. Heldenmonster wieder. Es ist wieder dieser komische... Boah, Alter! Was? Lag. Okay, ist tot. Was gut für Unstab, der Scheiße. Und das Gold. Ich treffe wirklich die ganze Zeit die Teile nicht. Ich auch. Siehst du? Ich hab nur... Was? Du wurdest gerade von der Falle getroffen. Und ich sehe die Fallen erst immer Stunden, nachdem sie aktiviert sind. Also sie werden aktiviert und dann sehe ich sie nicht und sehe sie nicht und sterbe. Ich kann sterben in der Zeit, in der ich sie nicht sehe. Ja, dann hol dir mehr Leben. Wie viel Leben hast du? 10? 730. Ich habe 400 mehr erstmal. Bin übrigens gerade gelevelt, warte mal kurz. Oh, sorry. Das hättest du früher sagen müssen, bevor ich das Messer geworfen habe. Jetzt habe ich 787. Ja, kannst du vielleicht eine Shotgun oder so schicken gleich? So wenig Schaden mache ich den eigentlich gar nicht. Ich töte den eigentlich richtig gut. So, kurz leveln. Was nehme ich denn mal? Ich nehme nochmal zweimal Zerfleisch für meinen Hund und einmal auf die Hauptfähigkeit. Ich habe jetzt 810 Leben. Okay. Oh, da hast du gar nicht viel liegen lassen. Dankeschön. Ja, das habe ich dir extra liegen lassen, weil ich so viel geklaut habe vorher. Dankeschön. Und meine Taschen ziemlich voll ist. Es ist eigentlich komplett voll, habe ich gerade gemerkt. Das habe ich jetzt auch gesammelt. Aber das wusste ich vorher nicht. Ja, das habe ich aber wirklich einfach liegen lassen, weil du auch was haben solltest. Ich habe jetzt geguckt, ob mein Inventar voll ist. Wie groß der Zombie-Hauptmann einfach mal ist.
Ich meine, die Viecher sind ja einfach mal doppelt so groß wie wir. Ich habe eine Halskette bekommen, eine grüne. Schick. Aber die ist scheiße, 8% Stärke und 6% Leben. Willst du die? 8% Stärke? Ne, ich habe eine mit 7 Stärke plus und Lebenskraft Schaden für Begleiter. Ja, aber 8% Stärke ist gleich mehr als 6 Schaden. Ja, aber ich brauche meine Begleiter. Den Begleiterschaden brauche ich. Moment mal, 10%, dann wäre es 15 und dann 8 mal 15 sind 4. 8 Moment, mal 15 sind 4. Moment mal, nein, das sind 1,5, das wären dann 8 etwa. Oh, jetzt habe ich mal die Dingens rechtzeitig gesehen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Du hast keinen Platz mehr. Okay, ich bin auch voll. Moment, einmal sortieren, oder jetzt ist es wieder fast leer. Was? Gleich ein Portal machen? Ja. Ich brauche übrigens einen Heal. Du hast keinen Platz mehr. Danke. Lass uns mal, bevor wir einen Stockwerk noch runtergehen, Portal machen. Also hier. Ja. Nach Athen, oder? Doch, bei Athen ist auch der Händler direkt neben dem Portal. Weil Dave ist ja todesweit weg. Ja. Über den ganzen scheiß Marktplatz. Ach ja, da liegt nochmal ein Keks noch. Schwul. Das Kauen hört man übrigens nur bei mir. Hä? Sei gegrüßt. Wenn ich kaue, hört man das nur bei mir. Ich habe die besten Waren in ganz Athen. Du wirst keine besseren. Ja, wenn ich mit dir rede. Nein, direkt 48? Hast du reingebissen, hast du gekaut, das habe ich auch gehört. Brauchst du eine 48er Rüstung? Ja. Okay. Hast du nicht schon mal eine gegeben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube, sie verkauft. Hier ist jedenfalls eine 48er mit 159 Stärke erforderlich. Ja, da fehlen mir noch zwei. Ja, läuft. 40, ich habe hier Beinschirm mit 40 Rüstung und die haben minus 7% auf alle Anforderungen, aber meine haben 32, okay, dann meine ist eigentlich voll scheiße, die haben eine Feuerresistenz und Bewegung, aber ich bin langsamer geworden, egal. YOLO. Scheiß auf Feuerwiderstand, ich bin jetzt auch langsamer geworden, aber ich habe jetzt 8% auf minus auf alle Anforderungen und 87 Leben plus. Ich habe jetzt. Du hast auch 7% Anforderungen minus? Bin ich gestorben? Wann? Möge Athene dich beschützen. Jetzt gerade erst. Weil Eichen jetzt gar nicht mehr aktiv ist. Bei mir ist es aktiv, also ich habe nur 792 erst. Leben. Also ich habe Eichenherz. Wieso habe ich nur so wenig Leben? Keine Ahnung. Ich hatte doch gerade 810 Leben. Weil dein Eichenherz nicht an ist. Bei mir ist es an. Mach's nochmal an und aus. Habe ich gerade dreimal. Keine Ahnung. Die Russen sieht geil aus. Komisch. Egal. Sei gegrüßt, Krieger. Dann gibt's hier eine teure Farbe. 12.000 Lila. Aber Lila hatte ich mir doch schon mal für 9.000 gekauft oder so. Ja. Fledermauszahn, mach ich das mal weiter. Speer ist schlecht, Speer ist schlecht. Nee, der Kavan hat ja so weit weg, keine Lust. Schlecht. Bogen ist schlecht, deine Rüstung. Ich bin schon mal zurückgegangen. Ja, wartest du mal kurz auf mich? Ja, ich guck mal, wie lange das geht. Was? Noch 6,5 Minuten haben wir. Okay. Oh, ich soll noch Dings, zwei Sachen. Kann ich hier direkt nochmal verkaufen. Ich mache mir ein Portal und gehe dann durch meins, durch deins, weil das cool ist. So. So, hier ist deine Rüstung. Die kann ich sogar benutzen jetzt. Durchschlagswiderstand, aber da habe ich. Ich krieg Verteidigungsqualität und Angriffsqualität dazu durch meine Wächterpyros, aber ich glaube, mehr Rüstung ist glaube ich besser. Dann verkauf sie. Welche? Wenn du sie haben willst, verkauf sie. Nein, ich benutze die jetzt. Okay. Du hast natürlich alles weggelootet. Da waren zwei Sachen noch. Dein Portal ist. Oh, du bist gerade nach deinem Portal gekommen. Danke. So, Ebene 3. Das reicht ja auch langsam mit Ebenen. Ich will nach Hause. Das ist immer noch die scheiß Dungeon mit dem Roboter. Hä? Hast du den Brunnen aktiviert? Nein, ich wollte erstmal Gold haben. Du weißt, dass ich Gold liebe. Jetzt habe ich den Brunnen aktiviert.
Wow, ich hatte gerade. Moment mal. Ich kann hier in die nächste Ebene schon gucken durch den Bug. Stell ich mal genau da, wo ich bin. Warte. Hast du das auch? Ja. Dann musst du ganz rausscrollen. Ja. Billig. Alles. Oh, das ist die vorherige Ebene. Nein, die ist weiter unten. Haube der Konzentration. Ach, das sieht doch. Warum kriegt man hier nicht so Sachen, die aussehen, als würden die aus dem aus Ägypten kommen? Weil wir langsam nach Ägypten kommen. Ja, aber warum gibt's hier dann so Gegenstände, die schon so aussehen? Wir sind immer noch ein scheiß Griechenland. Weiß ich nicht, warum. Das ist übrigens unfreundlich. Hier geht's runter. Ich mach die Falle kaputt. Ja, mach das nicht extra Schaden gegen Fallen, ne? Jo. Mechanikteil, natürlich. Meins. Nein, das ist meins. Nein, das ist meins. Mechanikteil ist so ein Ding. Ernsthaft? Ja. Okay, dann. So ein Ding. Okay, deins. Ich hab nicht gesagt, was das ist. Ja, bei mir ist es gerade noch eingefallen. Ich hab die Kiste aufgemacht und nichts raus und da ist nichts rausgekommen. Wahrscheinlich nichts Goldenes. Ach so, das kann sein. Aber aus einer Kiste kommt nichts Goldenes? Hatte ich auch schon. Okay, ja, stimmt. Aber es war so eine Kleinkiste, die sah so wertvoll aus. Danke für den Ring. Ja, den mach ich gerne. Wow! Was? Bin ich fast gestorben? Durch was? Durch das Feuer. Wer ist du bist doch nicht gestorben. Ich stand da direkt drin, ich habe voll viel Schaden gekriegt. Ja, du bist nicht gestorben. Fast. Ich habe übrigens 38er, was sind das? Beinschienen? Ne, das sind Armschienen. Die sind zwar nicht so gut wie meine, aber die haben plus 1 auf alle Fähigkeiten. Okay. Was für Armschienen hast du? 32er mit 11 Geschicklichkeit. Die hier haben noch 8 Angriffsgeschwindigkeit und 17 Elementarwiderstand. Also eigentlich voll geil. Eigentlich ziemlich geil, ja. Vor allem, weil sie auf alle Fähigkeiten einen hoch machen. Nice. Warte kurz auf mich. Ich muss hier noch rumlaufen. Bin nur noch unten wäre gegangen. Ich hab auch noch eventuell Schienen für dich gefunden. Wow! Ich hab dich nicht angelockt. Nee, das war ich. Ich hab einfach nur hier gestanden. Ich hol übrigens einen Heal. Danke. Gold, Gold. Beinschienen für dich. Nee, Intelligenz, was? Okay. Aber auch welche für dich? Stärke? 44 Rüstung. 25 Verteidigungsqualität. Ja, wie viel braucht man dafür? 150. 59 habe ich nicht. 150. Ja, dann nehme ich die doch gerne. Einmal. Ja, voll geil eigentlich. Scheiße, kann ich meine Rüstung nicht mehr benutzen. Doch, ich benutze einfach meine alte wieder. Also nach links geht weiter, dann lass erstmal nach rechts gehen. Ja. Ich glaube nach links geht's auch raus. Ich sag auch noch nicht, wohin es rausgeht. Ich will jetzt endlich dieses scheiß Dungeon mit diesen Du brauchst Robotern haben, mit den Androiden oder was das waren, oder? Ich warte darauf schon so lange. Dir ist aber klar, dass du gegen die Viecher keinen Schaden machst, ne? Mir ist aber schon klar, dass das einfach verdammte Roboter sind. Wie war das nochmal auf der Messe? Strip eine Roboter? Ja. Ich hab irgendwas Grünes bekommen, eine grüne Rüstung. 48. Geil. Mit was? 48, Moment, ich töte erstmal jemanden. 48 Rüstung, 8 Schadenswiderstand, 15% Verteidigungsqualität und 12% Wahrscheinlichkeit, Geschossen auszuweichen. Was brauchst du dafür? Noch 2 Stärke. Okay. Zeig mal bitte kurz. Wer bist du mit dem Level? Zeig mal bitte kurz. Wieso? Bin nur Sinn. Ja. Sieht es aber nicht so besonders aus.
In letzter Zeit kriegen wir ziemlich viel grüne Sachen. Ich könnte fast anziehen. Part ist vorbei. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao. Tschüss.